Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Panorama und Walking Dead. Willkommen zurück. Ich habe es heute Morgen schon an die Benachrichtigungen gesehen. Wir haben Creeks Event. Ne? Scheinbar hat ein Creek gestartet heute Nacht. Da ist er. So, Belohnungen. Wen haben wir denn alles hier? Auf Platz 1, Antonio. Alle schnellen Teammitglieder erhalten 30% Verteidigung. Du erhältst einen mittleren Bonus auf die Chance beim Plündern von Gegenständen. Drei Feinde gegen 300% Schaden. Alle Teammitglieder erhalten. Okay, dann haben wir auf Platz 2 Carson. Fügt einer Reihe von Feinden 400% Schaden zu und Beharrlichkeit. Super süß. Und Gregory, Angriff des Verräters. Fügt bis zu 4 Feinden Schaden zu und auch Beharrlichkeit. Süß. Dann haben wir bis Platz 15 gibt es noch Goldtoken dazu. 4 bis 6 gibt es noch hier zweimal Flakjacke oder und Mütze und 5-Sterne-Tokens. Entschuldigung, 5-Sterne-Tokens. Dann haben wir hier normale Ausrüstung und auch nochmal 5-Sterne-Tokens. Und da hinten bis Platz 150 ab 16 gibt es dann 4-Sterne-Tokens. Entschuldigung, ich koche gerade noch Wasser auf, weil ich brauche noch einen Kaffee, nicht wahr? Ich muss den mal kurz hier einschenken. Also nein, ich muss das Wasser einschenken. Ja, ich koche Wasser auf und mache mir damit meinen Kaffee. So. Noch schön umrühren, gell? So, Baby. Kaffee in der Früh ist ganz wichtige Geschichte bei mir, sonst werde ich wirklich nicht fit. Und das Schlimme ist, ich bin so kaffeesüchtig, dass ich Kopfschmerzen kriege, wenn ich keinen Kaffee trinke. Hä? Was ist das für ein Löffel? Dafür raus. Naja, egal. So, ich muss jetzt ein bisschen auskühlen. Ich kann leider noch nicht trinken, das ist immer ein bisschen arg. Wenn man sich, kennt ihr das, wenn man sich auf Kaffee freut irgendwie, habt ihr gerade frisch gemacht und ihr könnt nicht trinken, weil er zu heiß ist. Ja, Kylie hat uns verlassen und ist jetzt in einer anderen Fraktion. genau, jetzt, wir haben einen großen Krieg eben. Hier hat uns einer eine Anfrage gestellt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Genau. Wo sind wir denn? Ich klicke mal auf Krieg hier. Wir sind 7 Leute. Wer ist dabei? Vandalism, Dori, Phil. Ich gehe doch auch noch rein. So. Sag mal guten Morgen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Schauen wir mal. Guten Morgen. Dum, da, dum, da, dum. So. Ja, Kriegsevent. Hey. Yo, 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 Kriegsevent. Ich habe gestern übrigens noch versucht, hier diese epische Michonne zu bekommen. Tja, lange habe ich gebraucht, um die Videos dafür zu schauen und ein paar Apps konnte ich dann installieren, wo ich dann doch noch Gold dafür gekriegt habe. Und dann habe ich ganz episch, das hatte ich die Tage übrigens schon mal probiert, nur dass ich es gesagt habe, nicht, dass alle denken, wow, du kriegst ja nur ständig geile Charaktere. Da habe ich Axel bekommen. Axel. Gestern habe ich Heath bekommen. Auch 3 Sterne. Also es funktioniert nicht immer, dass man hier einen 5-Sterne-Charakter abgreifen kann. Nur weil man zum Event dann sagt, ach komm, ich kaufe 250 Gold mal schnell einen Top-Charakter. Ihr seht, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Rathaus in die Upgrade-Liste geschmissen. Das braucht noch 4 Tage, 18 Stunden. Das wird also noch ewig dauern. Hier haben wir alle möglichen Missionen drin. Ich habe jetzt über Nacht gar keine gemacht. Ich hatte keinen Bock, weil ich mir schon dachte, es wird irgendwas Großes kommen. Ich dachte eher ein Survival-Road-Turnier, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir hier so, deswegen habe ich hier so diese Tagesmission, nicht mehr 7 Tage. Eine Wollmütze und ein 3-Sterne-Ausbilder und 7 Tage. Du musst. 3 Soldaten und 2 Jäger mitschicken. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten, habe ich nicht. Also zumindest habe ich keine, die ich jetzt 7 Tage dafür entbehren könnte. Hier in der Waffenkammer wird auch noch ein bisschen was fröhlich ausgebildet. Ja, leider können wir jetzt gar nicht hier starten. Das Kali gegangen ist, hat uns natürlich jetzt um ordentlichen Platz zurückgeworfen. Das ist der erste Krieg, sehe ich das so. Oberon ist beigetreten. Oberon. Wer ist Oberon? Weiß ich nicht. Naja, gut. Wer Oberon ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall beigetreten. Wir schauen mal schnell, was das für einer ist. Ne? Schau mal, der muss ganz unten sein. Neuling. Ach ja, A++-Team mit der
Rosita als Anführer. Mit Rosita als Anführer. Okay, danke. Guten Morgen, Oberon. Ja, wie gesagt, jetzt ist halt so, ist natürlich ein Problemchen, sagen wir es mal so. Ist nicht schlimm, dass er gegangen ist, aber es ist halt ein Problemchen. Insofern, weil wir ein bisschen abgesackt sind. Schauen wir mal, ob sich das nochmal irgendwann, was auch immer. Wir werden sehen. Ansonsten, in der Straßenkarte gibt es nichts Neues. Brew Story ist weg. War auch einfach so zu Ende. Ausrüstungsjagd haben wir auch durch. Hier ihre Geschichte haben wir auch durch. Tja, ist alles durch irgendwie, ne? Dann ist eigentlich gar nicht viel zu machen irgendwie. Dann hängt man so drin und dann schauen wir mal. Hier mit dem, krieg ich wieder Gedärme. Nee, ich will keine Gedärme. Ich habe genug Gedärme. Ich kann sie mir selber produzieren, wenn ich sie brauche. Ja, leider, wie gesagt, also hier, ja. Aber wir sparen wieder 250 Gold zusammen. Da machen wir das nächste. Das nächste, was hier kommen wird, ist ein Prestige-Rekrut. Und da jemand dabei ist, wäre ja auch sehr cool, sie hier zu ziehen. Das wäre zumindest. Ach so, nein. Nee. Wäre okay, sie zu ziehen, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht, sehe ich gerade. Also, ich meine mal, abgesehen davon, dass der Rausch nicht wirklich der schnellste ist, aber als Leader gibt sie halt auch nur starken Mitgliedern, Teammitgliedern irgendwas. Ich brauche jemanden, der richtig gut allen Nahkämpfern was gibt. Sie wäre zum Beispiel ein guter Charakter zum Ziehen für mich, für mein Nahkampfteam und ja, er ist auch gut. Er ist auch gut, keine Frage. 175 Schaden und 50 Verteidigung minus. Naja, gut. Ja, wie gesagt, aber da habe ich ja jetzt bisher auch nur 4 Sterne gezogen. Und dann müssen wir mal schauen. Wir schauen uns mal hier im Großen Krieg die Rangliste im Augenblick an. Wer schon ordentlich losgelegt hat, die Unicorns haben schon 4 Kriege gemacht. Schön. Silent Unicorn. Da, Kylie Reese hat sich wieder umbenannt. Und hat auch schon Krieg mitgehauen. Ja, er hatte sich nämlich umbenannt, als er gewechselt hat. Und dann hat er gestern Phil geraidet gehabt. Da musste ich ihn gleich rächen natürlich. Nur um zu zeigen, dass es möglich ist. Und ja, ist halt. Er ist ja jetzt bei den Unicorns. Finde ich ein bisschen schade irgendwie. Aber wie gesagt, ist halt. Wie ist es, seine Entscheidung. So, dann hängen wir hier drin irgendwie. Zu tun haben wir gar nichts gerade. Ach, die Survival Road, Leute. Ich habe ewig nicht mehr die Survival Road gespielt. Wirklich, ewig. Ich habe jetzt seit Tagen, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich habe einfach keinen Bock, diese Survival Road zu spielen. Schaden zurückwerfen, wenn wir Teammitglieder wiederbeleben, wenn du einen Feind tötest, das ist gelb und grün und gelb. Also wäre rot und grün eigentlich die beste Variante. Kriege ich das zusammen? Vielleicht. Rot und Grün, ne? Wenn du Glenn, Dusty, sie hier, Bo. Oh, komm schon. Und dann hast du auch nur so eine Arschauswahl irgendwie. Wen nehme ich? Olivia, Laurie, Rosita. Und nehme ich nochmal eine. Nehme ich ihn hier noch. Naja, machen wir so, komm. Was soll's, was soll's? Dann kriegt sie diese hier. Diese hier und nee, diese hier, genau, Dankeschön. Und schauen wir mal, ob wir hier was reißen. Dumpf, 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 dumpf. Nö, das wird übel. Das wird ja richtig übel, Leute. So, ja, wie gesagt, also ich hatte jetzt einfach auch keinen Bock in irgendeiner Art und Weise noch. Eine Runde, das ist okay. In irgendeiner Art und Weise die Survival Road noch zu spielen, was mich wirklich, 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 wirklich richtig angenervt hat. Jetzt müssen wir es halt mal wieder machen, weil ich ja auch sonst nichts zu tun habe. Das ist halt, manchmal ist es dann wirklich so, dass du dir denkst, nee, ich schaue schnell rein, sammle meine ganzen Sachen ein oder eben auch nicht. Mach vielleicht noch irgendwelche Raids, was ich aber ganz ehrlich ganz, ganz selten mache. Das mit dem Ansehen ist echt nur Flächenschaden. Was war's? Rot? War's nur rot, aber auch gegen Zombies? Okay. Nur rot, aber auch gegen Zombies. Ja. Nehmen wir doch Karl.
wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr habe, in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu machen in dem Game. Du sammelst halt deine Sachen ein und dann war es das irgendwie. Kann ich ihn noch mitnehmen? Ja, aber nicht, dass er mir dann drauf geht. Ich habe überlegt, ob ich den 5-Sterne-Negan mitnehme. Aber ich habe Sorge, dass sie mir den wegholzen. 15 kritisch, 21 kritisch. 20 kritisch. Habe ich noch was mit hohem kritisch? Da hinten habe ich noch eins mit 20 kritisch. Ich nehme lieber hier vorne eins. Das da nehmen wir. So, dann schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Dumpf, 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 dumpf. Danke. Ah, leider. Braucht viel zu lange irgendwie. Ich weiß nicht, im Raid habe ich irgendwie immer gleich meine Rauschdinger zusammen und hier dauert es immer ewig irgendwie. Was haben wir denn hier noch? Shit. Ja, das könnte wehtun. Sagen wir es mal so, diesen mal weg. Dann haben wir das hier. Dumpf. Dumpf. Na komm schon, weg mit dem. Danke. Wenigstens haben wir in diesem glücklichen Fall, einen Wiederbeleber dabei. Hab die Survival World noch gar nicht gespielt mit einem Wiederbeleber, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, ob sich das richtig lohnt. Hab nur gehört, dass es ganz von Vorteil sein könnte. Ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. So, dann haben wir mal mit Zachary dazwischen. Aua. Merken die ja gar nicht. Merken die ja gar nicht. So. Und Dutz, Dankeschön. Na gut, das mag ich jetzt auch nicht wirklich. Das war gut, fand ich. Aua. Echt. Das ging jetzt. Also wie gesagt, ich habe jetzt echt Schlimmeres erwartet. Und Survivor, das ist halt auch so, du hängst halt so drin irgendwie und ja, meine Güte, machst du halt Survivor Road, ne? Darum, ich hatte echt keinen Bock mehr, das ist jetzt wieder mal so ein super Level. Verringerte AP beim Verteidigen verursachen und beim Verteidigen den Schaden auf 0 blocken. Und wir dürfen nehmen, grün und gelb hätten wir im Angebot. Grün und gelb. Grün und gelb, wie viele Runden haben wir? Entschuldigung. Eine Runde. Grün und gelb. Und was war es? Blau und rot. Dann nehmen wir doch gelb. Nehmen wir gelb. So, kritisch. Angriff, Verteidigung, kritisch. 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 Und kritisch. So, dann probieren wir das mal, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Natürlich nicht. Wir geben einmal 300 Schaden. Super schön. Dann schauen wir mal. Das Problem ist natürlich, da sind noch drei Blocker dabei, was ich nicht so lustig finde. Und das Beste ist, es bringt dir nicht mal wirklich was, weil sie klauen dir auch noch die AP. So, dann leuchten wir mal hier in die Mitte rein einmal. Kriegt auch noch null Schaden beim Rausch, das ist super cool. Magst du's? Kriegst hier nichts weg. Yay! Das ist cool. Super geil. Ich krieg's nicht weg. Unglaublich. So, dann muss ich mal heilen hier. Der bleibt einfach stehen. Der bleibt einfach stehen. Das ist unfassbar. Dankeschön. Unglaublich, oder? Unglaublich. Der bleibt ewig stehen, du kriegst ihn nicht weg. Das ging jetzt noch. Also das war jetzt noch keine Gegenstände, du kriegst nichts dafür irgendwie. So, das Material und so kriegst du logisch, aber ansonsten nichts. Was haben wir jetzt? Nochmal dasselbe oder was? Na? Spezialisten, was haben wir hier? Menschliches Schild und hinrichten, verringerte Verteidigung. Was? Verringerte Verteidigung, Verteidigung versuchen. Und HP zurückerhalten, wenn du einen Feind tötest. Ja, zwei Runden, grün und rot. Grün und rot. Dann hätten wir ja am besten. Scheiße. Den habe ich als Anführer, grün und rot. Alicia? Super. Super. Alicia und dann nehmen wir ihn hier und.
Nee, warte mal. Was war seine Anführerqualität? Ich weiß es kritisch und bei allen Fernkämpfen werden die HP. Naja, gut, komm, dann nehmen wir ihn. Sie. Dann ihn. Nochmal sie. Und ihn. Probieren wir es doch mal in der Kombo. Dann nehmen wir das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. So. Und dann greifen wir mal an und gucken mal, was drauf wird, ne? So, hä? Den finde ich jetzt komisch. So, rot, 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 grün, grün. Dann kümmern wir uns mal um ihn hier und um ihn hier hinten. Hat ja jetzt nichts gebracht. Super. Irgendwie, irgendwas stimmt gerade, habe ich das Gefühl nicht. Weil mir kommt das irgendwie zu leicht vor, Leute. Oder? Geht das nur mir so? Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es mir zu leicht ist? Also ich habe das Gefühl irgendwie, mir ist das zu leicht, die Survival Road. Die geben kaum Schaden irgendwie, die rauschen nicht so schnell. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Irgendwas ist doch hier echt falsch im Staate Dänemark. Bist schon fertig, du Drecksack. Entschuldigung, sagt man natürlich nicht. So, dann heilen wir uns erstmal schnell. Zacki. So, dann haben wir ihn noch. Und ihn. Also, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, dass ich es jetzt nicht als irgendwie schwer empfinde gerade. Weil das wird sich sicherlich noch ändern. Aber jetzt im Augenblick, also die ersten Level kommen mir so Pille-Palle vor. So, ach, ich mach mal schnell die Survival Road wie damals auf Silber oder Bronze. Naja. Jetzt gehen wir mal raus, weil Dori eben gerade geschrieben hatte, ob alle da sind. Ja, dann such mal. So. Alter. Ja, wir sind schon da. Suche läuft. Das geht schon. Werden schon alle da online sein. So. Wie lange nehme ich denn schon auf? 17 Minuten. Vielleicht können wir den Anfang noch mitmachen. Also hier zumindest auf dem Video, ich mache natürlich insgesamt mit. Wie viel Uhr haben wir? 8:12 Uhr. Und der erste Krieg, das ist ja schon mal was. So, Phil und ich sind dabei. Dori ist dabei, Vandalism ist dabei, Origami ist dabei, Hoshi ist dabei, Zero Top ist dabei und Yannick ist dabei. Wir sind alle im Haus. Fantastisch. Ja, wirklich fantastisch. So, jetzt schaue ich mal, ob mein Kaffee schon ein bisschen abgekühlt ist, dass ich da schon einen Schluck trinken kann. Ja, dass Kylie nicht dabei ist, ist natürlich ein bisschen doof irgendwie. Aber letztendlich, Zeit hat er eh überwiegend nur nachts gehabt, da waren wir am Schlafen. Gerade in einem Kriegsevent, zwischendurch mal am Wochenende oder so, oder wenn er frei hatte. Dass es anders gelaufen ist, insofern ist es alles nicht ganz so dramatisch. Alles nicht ganz so dramatisch. Jetzt braucht es hier ewig, bis wir einen Gegner finden oder was? Haben wir überhaupt schon Platz? Nee, wir haben noch keinen Platz, oder? Haben wir schon eine Runde gemacht? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ach so, danke, doch da. War ja richtig. War ja richtig, habe ich nur wieder nicht gecheckt. Geht übrigens 2 Stunden noch, 18, 2 Tage und 18 Stunden noch. Kollektiv hat auch schon 3 Runden gespielt. Unicorns ist bei 5. Sicher zugesucht, Jäger's Empire. Hier, beleidigte Bloomies. Wer sind die beleidigten Bloomies? Die haben schon dreimal aufs Maul gekriegt. Trunks, Black Canary, beleidigter Cars, Lloyd, aha, John Rambo Jr., ja, ich kenne dich, John, ich kenne dich, Asiate. Ja, leider, jetzt dauert es gerade ein bisschen, ich habe gedacht, wir können das zusammen noch zumindest den Anfang anschauen, aber ich glaube, auch das wird nicht mehr funktionieren, weil auch der Anfang dauert ja ewig eigentlich. Ja, das ist cool, ich würde das Handy gerne hier so an die Wand pappen irgendwie, hätte ich hier so ein Wandpapp-Handy. Ja, ich fürchte, wir werden den Krieg nicht mehr sehen. Also, zumindest die, die jetzt nicht bei uns in der Fraktion sind, die nicht hier am Krieg beteiligt sind, werden die Runde jetzt nicht mehr sehen, weil die Suche läuft. Ihr seht das. Ich bin bei fast 20 Minuten. Das ist auch noch so eine Geschichte.
Ja, das letzte Mal hatten wir ziemlich häufig die Unicorns, wo wir uns auch gedacht haben, was für ein Scheiß. War so 5-Minuten-Runde irgendwie. Ganz wichtige Geschichte vielleicht. Ich hätte es am Anfang sagen sollen, ich habe es total verbieselt, um ehrlich zu sein. Und zwar, sag mir doch oder schreib mir in die Kommentare bitte, ob die Videos von der Länge her so passen, sollen die länger sein, sollen die kürzer sein. Wenn du irgendwas Besonderes sehen willst oder irgendwas Bestimmtes sehen willst, dann schreib mir das auch unten in die Kommentare bitte. Auch die Upload-Zeit. Ich versuche mir jetzt gerade ein bisschen so zu organisieren, wie das halt passen könnte am besten. Und gerade wichtig, wie gesagt, für mich ist die Länge der Videos. Ich habe zwischendurch 30 Minuten, ich habe zwischendurch mal 40 Minuten auch, ich habe auch nur 20 Minuten. Also lass mich einfach wissen, was so für dich eine optimale Länge wäre, wo du sagst, naja gut, bis dahin kann ich dem Kerl zuschauen, ab dann langweilt es mich. Wäre richtig geil. Also einfach, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, ich höre jetzt hier auf, bevor die Kriegsrunde losgeht. Und wir sehen uns dann in alter Frische morgen früh. Ganz normal hier zu Walking Dead und dann sehen wir mal, wie weit wir in dem Fall schon sind. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, mach was draus, beweg was. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Und lass mir ein Abo da, bitte. Ganz wichtig, Teilen der Videos ist ausdrücklich erlaubt. Und wie gesagt, also das, was ich eben gefragt hatte, bitte unten in die Kommentare, würde es mir extrem helfen, wenn ich es da ein bisschen optimieren könnte, weil ich optimiere es ja unter anderem für dich. Genau. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis neulich.